Okay, also im Grunde genommen Standard Takeoff wieder. Kein Delay diesmal. Wir gehen direkt auf Steer 3. Also 2, dann 3. Steer 3 chillen wir ein bisschen. Dann wahrscheinlich da so zwischen 3 und 4 irgendwo da übersee oder eine Runde drehen. So dass wir um 7:35 Uhr den Push machen. Werden wir großartig steigen oder werden wir irgendwo Na, niedrig bleiben? ich werde eigentlich, ich würde sagen, wir bleiben sowas auf 14, Ranges 14, also gemütlich raufgestiegen, bis wohin wir halt kommen, wahrscheinlich Ranges 14, sowas. Und dann eigentlich so, dass wir direkt schon descenden am Weg zum Pushpoint und dann dort tief reingehen. Ab dem Pushpoint will ich eben möglichst schauen, dass wir da die Mavericks schon ready haben. Ich ändere jetzt in dem Fall am Loadout nix, wobei die Frage, die ist, ich überlege gerade, das könnten wir schon noch überlegen. Wir könnten dicke Mavericks auch mitnehmen anstelle der Bomben einfach und die dort in die General Direction reinballern. Sollten ja eigentlich auch ordentlich was zerstören. Weiß nicht, ob die nicht auch Splash Damage bisschen machen. Ja, machen sie schon, aber natürlich nicht so extrem wie Bomben. Ja, das ist klar. Ja. Ich meine, die Gs, die haben schon ordentlichen Damage, so ist es nicht. Du hast recht. Ich überlege halt, weißt du, was wir machen? Wir werden das so machen. Wir machen das so. Wir schauen, ob wir mit den Mavericks das Fansong direkt rauspicken können. Was eben meiner Erfahrung nach scheiß schwer ist, weil es einfach so klein ist und die stehen so nahe aneinander, dass es so schwierig ist. Vor allem, der lockt dann auch teilweise das falsche Ding. Leider Gottes. Selbst wenn du mit dem Cursor wirklich direkt drüber bist, lockt er manchmal, es ist so wie es halt ist, er springt dann herum. Ja, Und ihr Image, das sieht halt ja, ist irgendwas klar, anders, leider. kein Wunder, ja. Und dementsprechend hätte ich gesagt, die Bombs dann auf Ripple quasi drei Stück, alle Ja. drei raushauen und einfach beim Overflyen direkt draufhauen. Wir haben ja den Target Steer gesetzt. Dort soll halt alles zerstört werden, ist ja fucking egal. Egress werden wir in dem Fall so machen. Er ist jetzt zwar markiert direkt nach Süden. Ich bin aber am Überlegen, ob wir das nicht einfach, ob ich das nicht jetzt den Steer noch verschiebe. Ich meine, ist ja jetzt wurscht, ob das in der Datacard richtig ist. Ja, wir machen den Egress so. Mal schauen, was das für ein Heading ist. Zu 110, 120 sein. Ich 120er, ja. Nehmen wir total. den 120er Egress. Also High G Turn nach rechts auf Ich meine, wir haben Target es dann. Wenn wir wirklich dann 120. die Stores weg haben, dann sind wir Kolibris. Ja, die Frage ist, wie wir das machen mit mit der einen Maverick noch, weil ja gut, man haut einfach beide Wir hauen Mavericks auf beide Mavericks irgendwas raus. raus, Ich meine, wenn ich schon in die General Direction ja. drüben schaue, dann knall ich die beide Passt. irgendwo auf Genau, so machen wir Targets das. raus. Also ich würde da nicht zimperlich sein und lang warten. Ich würde es Okay, einfach machen passt. und Ja, dann. hast vollkommen recht. Gut, dann ja, High G-Turn auf 120, immer noch Nap of the Earth. Man wird heftig defenden müssen, können auf jeden Fall rechnen mit Sam Launches aus dem Norden von beiden SA2s. Im Idealfall wird die andere SA2 uns nicht mehr aufschalten. Gegebenenfalls müssen wir beim Ingress, wenn wir ein bisschen hochgehen, um den Terrain Mask zu vermeiden, müssen wir gegebenenfalls schon mit Sam Launches von der SA2 vom Target rechnen. Ja, sobald wir draußen sind, können wir uns eh entspannen und chillen uns dann runter, einfach landen. Das ist dann alles cool, glaube ich. Um die Luftdeckung sollte sich sowieso der Warship Tarkap Python 1 kümmern. Gut, dann legen wir los. Ich gehe ins Pit. Drin.
Theta One, check in Backup 6. Panther 1-2, checking in Backup 6. Panther 1-2, lead you loud and clear. Spool up. Panther 1-2 is spooling. Pull up. Altitude. Warning. Jammer. Panther 1-2, check in Victor 1 in 20 seconds. Panther 1-2, check in Victor 1. Panther 1-1, taxi, runway 27. Panther 2, retrieve 555. So wie es aussieht, haben die uns gerade zum Taxi noch gerade geschickt. Say again. So wie es aussieht, hat uns die gerade zum Taxi geschickt. Aber das wird noch kurz warten müssen, weil ich bin noch nicht allein. Ich auch noch nicht. Datalink funktioniert aber ganz normal, also zumindest am HSD. Du hast den Datalink am HSD? Jupp.
normal, können wir ganz normal einstellen. Okay. Ich dachte, die Block 25 haben noch kein Data Link Modem. Also ich habe es gestern im Single Bay machen können, ich kann es jetzt auch. Okay. Dann schauen wir. Kann sein, dass es einfach nur drin ist. Aus Buggründen? Na. Keine Ahnung, kann sein, dass er auch vergessen hat, das wegzutun. Bulldog 1-3, Orbit for Spacing 6000. Bulldog 1-3, Orbit for Spacing 6000. Bulldog 1-3, Maintain 280 knots. Caging 1-1, Osan Tower, Resume on Navigation. Ich würde uns raten, dann vom Takeoff von der Station zu machen. Osan Tower, Resume on Navigation. Weil jetzt mit 7100 brauchen wir wirklich jedes Pfund. Osan Tower, Panther 1, requesting QNH. Panther 1, Osan Approach 2958. Bulldog 1-1, descend to 3000, maintain 280 knots, runway 27. Colin, ready taxi. Bulldog 1-1, descend to 2000, maintain 210 knots, turn right heading 265. Awesome Tower, Panther 1, Tushiba 6, and requesting taxi to active runway. Panther 1-1, Osan Tower, position and hold. Okay, die hat uns vorhin schon losgelotst. Ich nehme das jetzt mal, ist jetzt die Frage. Ich hab verstanden, Cajun 1. Das kann sein, ja, kann sein. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt um 16 schon starten sollen, wenn unser Take-Off-Time um 25 ist. Wir sind jetzt 9 Minuten noch dahin, oder 7 Minuten jetzt. Ja, stimmt. Wird schon passen, warten wir noch. Mach dich 100% verhört. Bulldog 1-2, descend to 2000, maintain 210 knots, turn right heading 265. Panther 1-1, hold short. Das kommt ja auch nicht so oft, oder? Dieses, dass die dann dieses hold short mehrfach sagt, wenn du da. Das ist komisch. Das ist jetzt ein bisschen strange. Bulldog 1-1, turn left to final approach course 265, check approach speed.
Bulldog 1-2, turn left to final approach course 265. Slow to approach speed. Wann werden wir die Mavericks denn auf? Die brauchen ca. 10 Minuten, gell? Ah, die sollten eigentlich nicht so lang brauchen. Bei mir haben die letztes Mal 3 Minuten gebraucht. Also von der Base aus, also von wirklich. Jo. Von gar nichts quasi. 3 Minuten Spool-Up-Time von diesem Gyros. Mach South of Steer 3, oder ja, South of Steer 3 nach Autopower, dann sollte das eigentlich hinhauen. Good morning, Bulldog 1-1, Osan Tower, cleared for landing, runway 27, check gear down. Okay, ich werde jetzt nochmal Taxi requesten. What's an approach? Python 1-2, taxi, runway 27. Requesting taxi to runway 27. Taxi, runway 27. Okay, jetzt hold short. Okay, wo? Und jetzt haben wir die Freigabe gegeben. One's rolling. Rolling. Wir sollten schauen, dass wir an denen vorbeiziehen. Python 1-3, taxi, runway 27. Das wird sich nur schwer ausgehen. Python 1-4, taxi, runway 27. Okay, jetzt ist er uns offenbar vorbei. Rüber salutieren. Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Bulldog 1-3, descend to 4000, maintain 230 knots, turn left heading 160, runway 27. Ich bin beim Heimfliegen, was ich gerne, als ich die Runway dann gesehen habe, so ein Landeanflug, so die letzte, eigentlich final schon. Auf einmal sehe ich vorne so viel Rauch und denke, was ist denn da los, jetzt was abgestürzt wird, offenbar bin, das sind die Patriots. Ja, ja, beim Wegfliegen letztens hat mir die Patriots auch eine Angst eingejagt, weil sie einfach direkt geschossen hat auf irgendwas. Das habe ich schon genau gewusst, wie der andere Defensive geht, weil die Patriots-Rakete so richtig rumgeeiert ist. Weil ich gar nicht sicher bin, ob die C-17 bei uns landet oder woanders. Da ist ja noch ein Panther 1-1, Osan Tower, you are cleared for takeoff, runway 27. Okay, wir sind schon Panther 1-2, Osan Tower, you are cleared for takeoff, runway 27. Thunder 1-1, ready for departure. Thunder 1-1, taxi, runway 27. Bulldog 1-3, descend to 3000, maintain 280 knots. Bulldog 1-3, descend to 2000, maintain 210 knots, turn right heading 270.
Gang, Leute. Da ist übrigens gerade wieder ein Launch von irgendwas. Sie sitzt den Wein zu langsam. Ich habe noch ein Stück vor. Too sad. Okay, runner up to 90. Full blown in 3, 2, 1, brakes release. Pog 1-1, ready for departure. Pog 1-1, taxi, runway 27. Rotate. Panther 1-1, Osan Tower, resume on navigation. Bulldog 1-3, turn left the final approach course 265, check speed. Panther 1-2, Osan Tower, resume on navigation. Python 1-1, Osan Tower, cleared for departure. Pog 1-2, taxi, runway 27. Twistled. Bulldogs, 1-3, on final. Okay, offenbar haben wir wirklich Data Link. Wusste ich nicht. Bin von den Videos von Krause davon ausgegangen, dass das nicht der Fall ist. Mongo 1-1, ready for departure. Mongo 1-1, taxi, runway 27. Oder die spielen das so, weil das damals wirklich nicht gab. Das kann natürlich sein. Das ist möglich, ja. Ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß keine Ahnung, wann die Block eingebaut worden ist. Oder generell halt in die F-16. Python 1-3, hold short. Mongo 1-2, taxi, runway 27. Okay, check left, that's different. Awesome Tower. Python 1-4, hold short. Nice. Python 1-3, Osan Tower, you are cleared for takeoff, runway 27. Python 1. Not 5, time 3. 1-7. Alter, RWR finde ich angenehmer hier nämlich, weil da hast du wenigstens noch die New Threat Anzeige drüber.
bei den anderen leider nicht. Mhm, diese Bogen, ja. Okay, wir machen jetzt einen. Machen jetzt ein Fans in, Ladies Fans at 060. Check right, wir machen einen right hand turn. Wir gehen auf Level Begins. Sollten jetzt schon Power. Schaut die Klaus hier auch so nice aus? Jo. Ist ein bisschen schier teilweise, weil er hier jetzt schon sehr stark rechts überhängt. Und der Bomben, schätze ich mal, die sind doch ein bisschen schwerer als die Mavs. Das Helmet-Interface fehlt, finde ich ein bisschen schade. Mit dem haben wir geflogen. Ja, das stimmt. Verstehe, so wenn der hier so in dem AP hier so komisch Höhe verliert. Hast du der Path Hold genommen? Ne, ist eigentlich der Institut. Power on south of Steer 4 oder blödsinn north of Steer 4. Okay, ich will meine trotzdem manuell powern. Okay, machen wir jetzt ein bisschen härter in left turn. A true correction right turn. Kannst du trade gehen. MiG 23, 6 o'clock. Ja, ne, ist 23. Confirm. Lassen wir unseren Tarcap sich drum kümmern. Wir pushen jetzt. Python 1, Dallas 1, be advised. Hostiles bearing 010, 40 miles, 16,000.
Python 1, Python 1-1. Engage target bearing 010, 20 miles, 16,000. Das Airbag ist schön geschalten. Okay, es ist eh irrelevant, ob wir jetzt hier vor ihnen über den Point pushen oder nicht. Wir gehen jetzt hier mal Map of the Earth direkt. Folgen dem Fluss und gehen dann rechts auf Steer 4. Correction, Steer 5. Okay, check right for Stefan. Der check altitude. Mir alles cool. Holy shit, was du gerade siehst, du hast gerade die Bäume gestrichen. Okay. Ja, es geht mit einem Chat schon. Beziehungsweise du war der Bauch war schon im Wasser. Echt, aber dann muss das ein Netzwerk-Sync-Ding sein, weil ich war noch Altitude. Ich bin ein Altitude-Warning gekommen. Über 150 war ich. Say Speed? 440. Radar contact, bra 330 for 40, Angels 40. Flanking. One copy. Ich hoffe mal, dass sich hier die F-16, also dass sich hier die Python 1 oder was drum kümmert. Dafür sind sie ja da. Okay, wir haben direkt jetzt gleich die IP erreicht. Altitude. Altitude. Chalice 1, be advised. Hostiles bearing 030, 20 miles, 14,000. Targets, ja. Python 1, Python 1-1. Engage targets bearing 030, 20 miles, 14,000. FM, das dürfte die SE2 sein, die auf den Panther Python läuft. Altitude. Altitude. Okay. Dann ist jetzt gleich Showtime. SE2 Pop-Up. Gut, wir ziehen hoch. Rifle. Two times rifle. Python 1, Chalice 1, be advised. Hostiles bearing 045, okay, 15 miles, 13,000. Good kill. Two. Sam launch. Chaff, flare. One's off target. 1-2-0. Chaff, flare. Pull up. Python 1, engage
Jack, Blair. Jack, Blair. Pull up, pull up. Altitude, altitude. Jack, Blair. Sam launch. Left. 9 o'clock. Jack, Blair. Jack, Blair. Pull up, pull up. Jack, Blair. Jack, Blair. Pull up, pull up, pull up. Pull up, pull up, pull up. Fox 1. Jack, Blair. One, Chalice, one, be advised. Hostile bearing 360, 15 miles, 12,000. Python 1, Python 1, 1. Engage target bearing 20 miles, 12,000. Python 1, 4, Python 1, 3. Engage target bearing 20 miles, 12,000. Phew. Flashes 12 o'clock. Altitude. Altitude. Wo hast du zwei Splashes gesehen? Auf deiner Sektion mittlerweile schon. Ja. Ich sehe schön Smokestacks. Ich glaube, wir haben das Target gut getroffen. Jo, sehr gut sogar. Ich habe einen Maverick sogar mitgenommen. Engage MiG-23s. Bullseye 065, 20 miles, 22,000. Okay, ich bin out of air to ground. Python 14, Python 13, engage MiG 23s. Bullseye 065, 20 miles, 22,000. Auf Angels 23. Wir sind hier gerade am Engage. Ich habe noch alle Maverick und einen Sekundärziel. Ja, lass erstmal auf Steer. Also ich könnte die hässlichen, diese AAA angreifen, die wir vorhin hatten. Ey, FM, lass mal auf Steer 4 regroup. Beziehungsweise bist eh noch Trail, gell? Ich bin noch Trail, ich bin ein paar Kilometer hinter dir. Also ich könnte nach rechts turnen und das Ding schnell abfeuern. Okay, tu das, ich zieh hoch und schau, ob ich etwas für dich sehen kann. Bingo, bingo! Wie du weißt, ich bin Choke. Okay, turning hot. Heading 000. Two. Correction one. Hast du für die AAA überhaupt irgendwelche Anhaltspunkte? Ja. Python 1, Chalice 1, be advised. Threat aircraft, bullseye 070, 30 miles, 14,000. Python 1, Python 1-1, engage MiG-19s. Rifle, 070, 35 miles, 14,000. Rejoin my position. Check me just tier 7. Altitude. Altitude. Be advised. Threat aircraft. Bullseye. 075. 35 miles. 14,000. Python 1. Python 1-1. Engage MiG-19s. Bullseye. 075. 35 miles. 14,000.
Ja, es sieht ziemlich gut aus. Es war ein guter Schlag. Bin sehr erfreut. Smash ist 435. Checking 12 o'clock for Steer 8. Python 1, engage MiG 19s. Bullseye 075, 30 miles, 13,000. Python 1-3, engage MiG 19s. Bullseye 075, 30 miles, 13,000. Fox 2. Python 1-1, engage MiG 19s. Bullseye 075, 30 miles, 13,000. Fox 2. Python 1-1, engage MiG 21s. Bullseye 050, 15 miles, 21,000. Python 1-3, engage MiG 21s. Bullseye 050, 15 miles, 21,000. Python 1-1, be advised, threat aircraft, bullseye 055, 20 miles, 20,000. Fox 1. Python 1-1, engage MiG 21s. Bullseye 065, 25 miles, 13,000. Fox 1. Ziemlich Spaß. Das ist ziemlich knackig, ja. Bin auf den Debrief gespannt. Python 1-1, be advised, threat aircraft, bullseye 070, 25 miles, 4,000. Python 1-1, engage MiG 21s. Bullseye 070, 25 miles, 4,000. 3-4-4-4. Fox 1. Python 1-1, engage IL-28s. Bullseye 040, 10 miles, 17,000. Python 1-3, engage IL-28s. Bullseye 040, 10 miles, 17,000. Python 1-1, engage IL-28s. Bullseye 040, 10 miles, 17,000. Vulture 1-1, ready for departure. Vulture 1-2, taxi runway 27. Pushing it from 15. Still pushing it from 15. Und ja, pass auf, wir checken left und gehen direkt gleich ein bisschen in den Descent. Haben wir schon gefenst?
wir haben noch kein Fenster ausgemacht. Hast recht, lass mal Fenster ausmachen. Es geht hier so schnell, wenn man so nahe dran ist. Two Fenster, 030. Clean. One Fenster, 027. Muss ein Tower Panther 1, 2 Sugar 6 in den Kästen automatisch. 2 settled. Good morning, Panther 1, Oshan approach runway 27. Welcome back. Muss ein Tower Panther 1, runway 27. Und mit downwind lag. Ein bisschen raus. Ein Viertel idle. Sunhawk 1-1, descend to 3000, maintain 280 knots, runway 27. Sunhawk 1-1, descend to 2000, maintain 210 knots, turn right heading 265. Panther 1-1, Oshan approach, traffic 10 o'clock, 5 miles. Panther 1, traffic is up. Breaks. Vulture 1-1, Oshan Tower, you are cleared for takeoff, runway 27. Sunhawk 1-1, turn left to final approach course 265. Slow to approach speed. Panther 1 and final. Bingo! Bingo! Panther 1-1, Oshan Tower, cleared for landing, runway 27. Jet gear down. Vulture 1-2, hold short. So left or right wing settled? Left. Okay, Telly. Ich habe right runway. Müssen aufpassen, da stehen glaube ich zwei Dudes am Threshold, oder? Oh, da stehen zwei A10s, what the fuck? Und eine rolled. Panther 1-1, okay. Execute missed approach. Sector 355. Contact approach for resequencing. Ja. So viel zu schnell waren wir doch eigentlich gar nicht.
die Brakes wieder halt. Check ihn rein. Vulture 1-1, Ocean Tower, resume on navigation. Hätten wir gleich den Overhead Approach fertig machen können, wenn wir jetzt schon Overhead waren. Hast recht, das stimmt. Das hab ich nicht bedacht. Vulture 1-2, Ocean Tower, resume on navigation. Ocean Tower, Panther 1, requesting resequencing. Panther 1-1, climb to 4000, maintain 270 knots, turn left heading 275, runway 27. Panther 1-1, maintain 250 knots, turn right heading 070, vectors to right base, runway 27. Good morning, Gunhog 1-1, Osan Tower, cleared for landing, runway 27, check gear down. Two, bingo. Panther 1-1, climb to 3000. Goal 2-1, ready for departure. Goal 2-1, taxi, runway 27. Jetzt heben die ganzen Hawks ab. Zwischen landing oder autonomous ATC? Goal 2-2, taxi, runway 27. Panther 1-1, climb to 2000, maintain 230 knots, turn right heading 185, vectors to final, runway 27. Turn right, 185. Auf 2000, mit 230. Panther 1-1, turn right heading 220. Ball 2-3, taxi, runway 27. Oh. Panther 1-1, maintain 230 knots, turn left heading 175, vectors to final, runway 27. Panther 1-1, turn right to final approach course 265, slow to approach speed. Ball 2-4, taxi, runway 27. And gear down, sobald wir established sind auf final. Gear down. Good morning, Panther 1-1, Osan Tower, cleared for landing, runway 27, check gear down. Panther 1-2, Osan Tower, next time wait your turn.
Panther 1-1, Osan Tower. Taxi clear of the runway. Panther 1-2, Osan Tower. Taxi clear of the runway. Cajun 1-1, inbound for landing. Good morning, Cajun 1, Osan approach, runway 27. Welcome back. Full 2-1, Osan Tower. Cleared for departure. Taxiway here. Panther 1-1, Osan Tower. Taxi clear of the runway. Das ist ja gar keiner. Nee, offenbar nicht, sonst irgendwie komisch so aus. Okay. Aber das ist einer. Panther 1-1, Leading Active. Eine Motor Leading Active from Runway via Taxiway. Das war sehr cool, ja. One check speed breaks. Danke. Das einzige, was nervt, ist, dass ich jetzt dann weg muss. Meh. Das ist schwer, meh. Ich bin so auf den Debrief gespannt, wie und wo und was wir die geschlagen haben. Das ziehe ich jetzt schon noch rein. Ein Tech View quasi auch. Ah, wir hätten den einen Taxiway dann nehmen sollen, glaube ich. Jupp. Aber es macht nichts, geht ja hier auch noch. Cajun 1-1, orbit for spacing 4000. Cajun 1-1, orbit for spacing 4000. Cajun 1-1, maintain 280 knots. Cajun 1-2, orbit for spacing 5000. Cajun 1-2, maintain 280 knots. Full 2-3, Osan Tower, you are cleared for takeoff, runway 27. Full 2-1, Osan Tower, resume on navigation. Okay, one shutting down. Full 2-2, Osan Tower, resume on navigation. Station 1-1, descend to 4000, turn left heading 165, runway 27. Thank you.